Herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2. Jetzt sind wir auf der anderen Seite der Basis und müssen uns jetzt hier auch noch ein bisschen durchschnetzeln, um die Basis wieder einzunehmen und vor allem Graves zu killen. Ich wollte den Sneaky wegmachen, aber okay. Du warst da wohl die bessere Wahl. Zeit, Valeria zu holen. Shadows sind mit der Heli beschäftigt. Das ist unsere Chance, vorzurücken. Exakt. Sie halten Valeria in Hangar 3 fest. Bleib außer Sicht. Wir schlagen uns dorthin durch. Hangar 3, Roger. Kannst du sagen, du guckst durch durchs Tor durch, oder? Wow, 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 wow. Aufnahme ist wieder abgeschmiert. Wunderbar. Ich werde das dann versuchen zusammenzuschneiden. Hoffe ich, weil ich bis dahin schon gemacht. Also ich weiß nicht, bei so einem AAA-Spiel, dass da so viel schief geht, ist schon krass. Nutzen wir die Fahrzeuge als Deckung und unten bleiben. Bist denn du? Aufpassen! Servus kommen durch! Was ist unser Kumpel denn hier? Hast du geahnt, dass Graves was ausgeheckt hat? Ich hab immer ein Auge auf dich, Linkos. Wie viele sind es? Aber nein. Scheißegal, sie haben Luftunterstützung. Böse Männer können gute Dinge tun. Gute Männer können Böses tun. So ist es. Scheiße. Guter Punkt. Tauchen wir ab. Was bedeutet Gringo eigentlich? Im mexikanisch-amerikanischen Krieg trugen die Amerikaner grüne Soldaten rücken. Wann war das? 1847. Die Mexikaner wollten, dass sie abhauen. Gringo home. Gringo. Oh, wusste ich gar nicht. Die Jungs scheinen denen da draußen die Hölle heiß zu machen. Kein guter Tag, ein Shadow zu sein. Verdammt richtig. Sollten nicht alle Mann an weg? Wenn wir lebend hier rauskommen, bringe ich dir ein paar gute mexikanische Schimpfwörter bei. Und ob du das wirst? Nähere mich deiner Position. Ich brauche dich hier, Gas. Allein kriege ich das nicht hin. Ich sehe dich. Checken wir die Lage. Sind wir bald da? Fast. Der Hangar ist in die Richtung. Bleib nah. Check. Vorsicht, die Außentür ist offen. Bravo 6 Gas. Bitte hol jetzt den Hangar. Code. 627. Valeria ist in einem Container am Hangar in der. Sie wird gut bewacht sein. Gib mir leise vor. Entschuldigung. Das war's mit leise, wa? Komm schon, mein Freund. Zeig dein Köpfchen. Hey,
alles sicher. Komm zum Container. Naja. Gas, klopf an, um sicher zu gehen, dass wir die Gefangenen... Valeria! Jackpot. Jetzt sichern wir die Position, bis Ghost Soap und Rudy Graves haben. Gas an Bravo 6. Gefangene sicher. Roger, Wasser bleiben. Wir holen uns Graves. Hat Rodolfo die Türcodes? Nein. Er hat was klein wenig Stärkeres. Versperrt. Rudy, was hast du? Türladung. Nett. Feuer frei auf alles da drin. Wenn ihr Graves seht, ausschalten. Hey, Rudy. Tut mir leid um deine Basis. Mir auch, Bruder. Anbringen. 3, 2, 1. Einsatz. Kontakt! Erster Stock! Warum schießt denn Kinder? Er haut ab. Ihm nach. Anschießen wäre drin gewesen, ey. Los, los, los! Ja, ich bin ja dabei. Mach mal keinen Stress. Erster Stock. Bewegung. Hänge. So, Spiel hat sich wieder aufgehangen. Oder, ich weiß nicht, Blackscreen, ich weiß nicht, wieso, weshalb, warum. Es nervt. Dafür, dass es echt ein AAA-Game sein soll, ey. Mach mal nicht. Ach, Mann, ey. Also jedes Mal, wenn ich drauf gehe, hängt das Game sich off. Zum Kotzen. Ja, ich will es einfach nicht drauf gehen. Oh, und ich hab's gerade gesagt. Geht's unproblematisch weiter? Yo, das ist. Ich bin ja begeistert. Wisst ihr was? Ihr kriegt da gleich mal eine 4 oben rein. Eine HE. Los, los, los! Das war nicht cool. Erster Start. Wir werden angegriffen. Habt ihr das mitgekriegt? Das jetzt. Ist jetzt. Boah, muss ich das ein bisschen schneller machen? Ja. Ich werde beschossen von dem, das habe ich mitgekriegt. Mhm. Ja, warte, ich muss bloß mal gucken. Eva-Granate. Bitteschön. Oh, zünd ihn doch nicht. Erster Stock, Bewegung! Alter, hier! Alter, könnt ihr den einen Typen nicht wegmachen, sonst macht der mich wieder weg. Oh. So noch unter Zeitdruck, ey. Los, los, los! Erster Stock, Bewegung! Hier ist dein Feind. Nein, du setzt es doch. Ja,
Einheiten. Achtung, Graves ist über die Mauer. Sind getroffen! Sind getroffen! Fuck. Wir stürzen ab! Heilige Scheiße! Captain! Wieso soll ich nie hoch? Dieser verfickte Bastard Graves. Gehen wir rüber und halten ihn auf. Ich bin Rodolfo, was ist auf der anderen Seite? Das Trainingsgelände. Was zum Teufel macht er da hinten? Sich verstecken. So, hilf mir rauf, danach helfe ich dir. Wieder ein bisschen schneller, komm. Sergeant, Graves formiert sich da hinten neu. Holen wir ihn uns. Ich hab dich. Weiter! Machen wir das Arschloch fertig. Nimm meine Hand. Ghost, kommst du? Nein, Price und der Pilot brauchen Hilfe. Macht ihr zwei das. Da! Das ist nicht unserer. Heilige Scheiße, Graves hat einen scheiß Panzer! Scheiße, ja. Sieht aus, als würden die Jäger zu bejagten. Das kann auch schon ist. Du kannst kaum erwarten, den Bastard zu grillen. Wir brauchen das Werkzeug, um Graves in diesem Panzer zu erledigen. Das ist unser Trainingsgelände. Hier gibt's jede Menge Zeug. Zieh dich um. So, such mal C4 für den Panzer. Du und deine mexikanischen Freunde habt euch mit den falschen Hombres angelegt, McTavish. Komm raus und lass uns drüber reden. Haltet ihr das für ein beschissenes Spiel? Wenn ihr Krieg spielen wollt, spielen wir beschissenen Krieg, Chicos. Einer von euch Idioten muss als letzter sterben. Wer wird das wohl sein? Fick dich, Graves. Du hast eine gesunde Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten so. Das mag ich an dir. Du bist Shepards Schoßhund. Du wirst dafür bezahlt, die Regeln zu brechen. Hier gibt's nur zwei Regeln, Jungs. Abhauen oder gewinnen. Ratet mal, welche ich wähle. Zieh dich um. Da war's. Hier sollte irgendwo C4 sein. Finde es. Hättest nach Hause gehen sollen, als du noch konntest, so. Du und das Arschloch mit der Maske, das sich hinter dieser Uniform versteckt. Du hast diese Uniform getragen. Die Uniform war ein Käfig. Diese Haut habe ich abgestrahlt. Wie eine verfickte Schlange. Wie ein verdammter Soldat, Junge. Du musstest dir deine eigene kleine Armee aufbauen, weil du es in der echten nicht gepackt hast. Aus deinem Mund hört sich das amüsant an. Andererseits erinnere ich mich noch an mein erstes Rodeo. Dein Weg führt geradewegs in die Hölle. Ich sagte ja, geh nach Hause, aber du wolltest nicht hören. Dafür wirst du hängen. Zieh dich um, Sergeant. Hier sollte irgendwo C4 sein. Finde es. Spar dir diesen Ehrenscheiß, Johnny. Ich werde Tequila schwürfen. Und in einer Woche vergessen haben, wo ich deinen Arsch begraben habe. Das geht für euch beide. Das könnt ihr von euch nicht behaupten. Hey, Rodolfo! Denkt bloß nicht, los uno, cuatro, uno sind tu amigos. Denn das sind sie nicht. Hello, ¿cuándo es el problema? Completo? Amigos werden los vaqueros fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, pendejo. Krasse, ja. Sieht aus, als würden die Jäger zu bejagten. Das ist jetzt falsch. Ich dachte, das hätte, könnte so. Kannst kaum erwarten, den Bastard zu grillen. Wah. Wir brauchen das Stärkeres, um Graves in diesem Panzer zu erledigen. Das ist unser Trainingsgelände. Hier gibt es jede Menge Zeit. Sieh dich um. So, such nach C4 für den Panzer. Du und deine mexikanischen Freunde habt euch mit den falschen Hombres angelegt, McTavish. Komm raus und lass uns drüber reden. Haltet ihr das für ein beschissenes Spiel? Wenn ihr Krieg spielen wollt, spielen wir beschissenen Krieg, Fico. Einer von euch Idioten muss als letzter sterben. Wer wird das wohl sein? Das wir Fick sehen. Dich, Graves. Wow, 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 wow. Du hast eine gesunde Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten, so. Das mag ich an dir. Nicht so hart. Du bist Shepards Schoßhund. Du wirst dafür bezahlt, die Regeln zu brechen. Hier gibt's nur zwei Regeln, Jungs. Abhauen oder gewinnen.
Ratet mal, welche ich wähle. Das C4 Soap. Schalte Graves Panzer damit aus. Hättest nach Hause gehen sollen, als du noch konntest. Du und das Arschloch mit der Maske, das sich hinter dieser Uniform versteckt. Du hast diese Uniform getragen. Die Uniform war ein Käfig. Diese Haut habe ich abgestrahlt. Gut getan. Alter, ich... verfickte Schlange. Ich hab den doch gesprengt, Mann. Oh. Diese Haut habe ich abgestrahlt. Gut getroffen. Wie eine verfickte Schlange. Wie ein verdammter Soldat, Junge. Du musstest dir deine eigene kleine Armee aufbauen, weil du es in der echten nicht gepackt hast. Aus deinem Mund hört sich das amüsant an. Andererseits erinnere ich mich noch an mein erstes Rodeo. Dein Weg führt geradewegs in die Hölle. Ich sagte ja, geh nach Hause, aber du wolltest nicht hören. Dafür wirst du hängen. Sieh dich um, Sergeant. Hier sollte irgendwo C4 sein. Hey, spar dir diesen Ehrenscheiß, Johnny. Ich werde Tequila schlürfen. Oh Gott. Ich werde aber vergessen haben, wo ich deinen Arsch begraben habe. Das geht für euch beide. Das könnt ihr von euch nicht behaupten. Hey, Rodolfo. Denkt bloß nicht, los uno, cuatro, uno sind tu amigos. Denn das sind sie nicht. Ellos no le guste usted. Cuando esté el completo. Los amigos werden los vaqueros fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, pendejo. Comprende? Der Panzer nimmt Schaden zu. Verpass ihm noch einen. Ja, gut, das war zu viel. Das ist gut. Panzer nimmt Schaden zu. Verpass ihm noch einen. Wow, 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 wow. Nehmen wir einen anderen. Weiter klappen können. Musste leider die Aufnahme wieder unterbrechen. Das Spiel schon wieder abgekackt ist, herrlicherweise. Oh. Unclever von mir. Ihr seid das. Ich muss hoffen, dass der vielleicht mal ein bisschen rumgefahren kommt hier noch. Schaden zu. Verpass ihm noch einen. Was sagt er so einfach? Alter, der knallt mich hier noch weg. Was ist denn hier noch?
Alter, ist der irre. Ja gut, der fährt in einem Panzer, klar ist der irre. Was sagst du so einfach? Boah, ihr kommt jetzt auch noch dazu, Alter. Mich verarschen, Alter, ich brauche Muni. Lasst mich. Machst du mal was? Minium. Geschafft, Sob. Dank dir, Hermano. Mit einem Gewehr zum Panzerkampf. Allerdings. Sob und Ghost. Bin bei Rudy. Graves ist erledigt. Wie geht's Price? Ist sauer, hat eine gute Zigarre verloren. Dem Piloten geht's gut. Ende. Alejandro, die Basis ist sicher. Graves ist tot. Wir kommen zu euch. Endlich. Endlich. Mein kleiner Baquero, hast du einen Krieg gestartet? Gewalt scheint dir überall hin zu folgen. Ich liebe es. Dein Deal war nicht mit mir, sondern ihnen. Und ganz genau das war dein Fehler. Du wusstest von der dritten Rakete. Nachgezählt habe ich nicht. Ich habe Leute für sowas. Klar, sie lügt. Wo ist Hassan? Wo ist die andere Rakete? Chicago. Was zum Teufel ist hier los? Von Aufhalten war keine Rede. Es ging nur um den Standort. Escorpión de la Verga. Ich hab euch vor ihr gewarnt, oder? Ich bin Geschäftsfrau, Señores. Wachstum oder Tod. So funktioniert die Welt. Du hast jetzt ein Ziel auf dem Rücken. Nein, das Ziel ist in Chicago. Jetzt verschwindet das Las Almas, sondern findet es Penderos pa' fuera. Vorerst gehört sie dir. Wir kommen wieder. Ich freue mich darauf. Dann los. La chingada. Du machst den Transport klar und hol Laswa. Hassan und die Rakete sind in Chicago. Esta noche las almas descansan. Ich bin bald schon wieder raus. Das kann ich über euch nicht sagen, Vaqueros. Was du getan hast, hat Konsequenzen. Es ist egal, was ich getan habe. Denn was davon könnt ihr beweisen? Du hast was zu tun. Bleib auf der guten Seite, Hermano. Bis zum bitteren Ende, mein Bruder. Alles Gute, amigos. Ghost! No te pierdas, carnal! A huevo! Hey,
Sin Hombre sagte, dass die dritte Rakete über den Hafen von Chicago in die Staaten geschmuggelt wurde. Hassan und seine Kämpfer sind auch dort. Wir wissen nicht genau, wo die Rakete ist oder was ihr Ziel ist. Hassan wurde zu einem Gebäude im Zentrum von Chicago gebracht, das einer Scheinfirma des Las Almas-Kartells gehört. Die Polizei sperrt die Straßen rund um das Gebäude ab. Sie halten nach einem gestohlenen Container voller Waffen Ausschau. Sie wissen nicht, dass es um eine Rakete geht. Hassan verschanzt sich vermutlich in einem geschützten Serverraum auf der 54. Etage. Ich bin vor Ort und suche die Rakete. Ich infiltriere mit den Marines über den Chicago River und gehe im Erdgeschoss rein. Ich beziehe gegenüber vom Ziel Stellung und gebe Feuerschutz. Zwei Helis landen auf dem Dach des Zielgebäudes. Einer mit einem Trupp Marines, der andere mit Soap und mir. Während Gas und die Marines nach oben vorrücken, arbeiten Price und Soap sich nach unten. Soap seilt sich zur Serveretage ab, wo wir Hassan in die Zange nehmen. Unser Primärziel ist, die Rakete zu finden und aufzuhalten. Ihr habt Freigabe, Hassan zu töten. Watcher 1 am Bravo 6, Kommando. Der Perimeter ist gesichert. Haben potenzielle Position des Raketencontainers, gehen jetzt rein. Bestätigt. Alle Bravos bereit machen. Es geht los. 05 bestätigt. Bravo 6-2 ist 20 Sekunden vom Zielgebäude entfernt. Wohl mehrere Al-Katala im Innern. Ghost, Überwachungsposition. Roger, bin unterwegs. Unser Primärziel ist der 56. Stock. Ist gut gesichert und schwer zugänglich. Hassan könnte sich da verschanzen. Verstanden. Nageln wir den Bastard fest, Sir. Bewegung! Schifter 1-1, Team abgesetzt, entferne mich. Schifter 1-2, Gruppen abgesetzt. Bravo 6, unterwegs zum Einhaktpunkt. Verstanden. 5 im Erdgeschoss in Stellung. Soap, hack dich ein. So, und wie es in Chicago weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und es tut mir jetzt schon leid, dass die Folge wahrscheinlich sehr zusammengeschnitten sein wird, so oft wie das Spiel abgeschmiert ist, nicht laden wollte. Bis zum nächsten Mal. Sergeant, holen wir uns Hassan.